Ich heiße Alexandra. Meine Pronomen sind Sie im Deutschen. Im Englischen bevorzuge ich They, aber im Deutschen ist es meistens ein bisschen problematisch. Das heißt, Sie ist genauso gut. Ich bin 26, demnächst 27. Ich studiere hier in Freiburg an der Uni, Bachelor of Science mit Fachrichtung Chemie. Und ich wohne zurzeit am Kaiserstuhl im kleinen Borkheim, von dem wahrscheinlich niemand gehört hat. Wie identifizierst du dich eigentlich? Da hat bei mir vor nicht allzu langer Zeit so ein bisschen eine Veränderung stattgefunden. Und zwar habe ich mich noch bis etwa Mitte dieses Jahres als sehr weiblich definiert. Es hat dann allerdings sich ein wenig geändert und heute sehe ich mich wirklich eher im nicht-binären Spektrum. Einfach aus dem Grund, weil ich hatte nach meinem Outing eine Phase, in der ich es als sehr notwendig empfunden habe, mich klar einem Geschlecht und auch einer Geschlechterrolle zuzuordnen. Heute sehe ich das eher als etwas Negatives, weil ich möchte nicht aus einer Position, in die ich mich gedrängt gefühlt habe, fliehen und mich dann selbst in eine andere zwängen. Das heißt, heute sehe ich mich ganz klar als nicht binär und was meine sexuelle Orientierung angeht, sehe ich mich im pansexuellen Spektrum angesiedelt. Das ist schon seit langem für mich ganz klar. Es spielt für mich keine Rolle, welchem Geschlecht sowohl körperlich als auch von der eigenen Identität her ein Partner von mir sich zugehörig fühlt. Genau.